Hallihallo ihr Lieben und willkommen zu Part 21 der Good and Evil Challenge mit unserer lieben Blaze. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ja, Leute, im letzten Part, oh mein Gott, ist endlich die Wahrheit ans Licht gekommen. Morgan war der Mörder unserer Eltern. Wir haben die Seele an den Teufel verkauft. Die Katze ist schwanger und Blaze ist schwanger von Morgan. Also, es geht schon wieder drunter und drüber und sie sieht auch schon sehr böse aus und ein bisschen creepy. Aber, wow, es ist schon wieder alles passiert, was hätte nicht passieren sollen. Sprich, die Schwangerschaft vor allem. Danke, Spiel, aber ja, mal gucken, was wir daraus machen. Sie ist auf jeden Fall nicht glücklich drüber. Ja, dann lass uns nicht wieder überreden, sondern gleich reinstarten. So, Blaze sitzt hier noch auf der Couch, ist völlig neben der Spur. Sie ist gerade eigentlich genau der Tag danach, wo sie erfahren hat, sie ist schwanger. Morgan ist tot. Sie hat ihn getötet. Das ist natürlich auch krass, krasse Reaktion, aber sie konnte nicht anders. Okay, die Katze. Oh Gott, hier sieht es auch aus. Und wir haben im... Blaze wird das erste Kind bekommen, hat viel über andere Familien und vielleicht hält Blaze eine Art von... Blaze hofft einen Sohn oder ein... Oh. Blaze hofft auf Tochter und ein kleines Mädchen. Wir lassen entscheiden. Für einigen... Was hat denn... Ah, sie hat die Änderung angenommen. Jetzt sehen wir das natürlich. Kann man das irgendwo sehen? Nee, kann man nicht sehen. Naja. Also ich würde gerne im heutigen Part auf jeden Fall herausfinden... Wie viele wir bekommen. Ihr könnt mir ab diesem Part sehr, sehr gerne Namen in die Kommentare schreiben. Deswegen würde ich gerne heute gucken, wie viele wir bekommen. Ich hoffe ja nur eins. Aber schreibt gerne viele Namen rein. Und die nächste Generation wird so Farm Life und sowas. Da könnt ihr vielleicht euch ein bisschen anpassen. Aber ich würde auch gerne ein bisschen was, sagen wir mal, Böseres nehmen. Fände ich auch ganz cool. Also schreibt gerne ganz viele Namen in die Kommentare. So. Also, wir haben im letzten Part auch diesen Reproduktionszauber gelernt und ich habe was Cooles gesehen, dass es eine Frucht gibt, nämlich die Granatapfel oder so. Oder Drachenfrucht, die am meisten wert ist. Und wir werden jetzt diese Drachenfrucht besorgen, denn ich habe eine sehr gute Idee. Denn wir haben im letzten Part den Tod kennengelernt und der gute Tod hat uns ja schon sehr viel angetan. Okay, ich lasse einfach mal laufen. Oder nicht, lass mal Pause. Sehr gut angetan. Naja, wie bekommen wir den Tod in unser Haus? Natürlich, dadurch, dass jemand stirbt, ne? Und wir haben hier noch diesen wunderbaren Keller hier unten, den wir auch ausbauen wollen. Noch mit so Zauberei und ein bisschen Gruselkeller-mäßig. Ich baue sehr, sehr gerne Gruselkeller. Vor allem im Halloween-Reich. Also, wer jetzt immer Gruselkeller sucht, guckt in meine Galerie. Da heiße ich, wie hier, Sumima 1910. Und genau, also... Ich würde gerne einen Keller erstellen, wo wir denn praktisch den Tod herbeirufen können, ne? Also praktisch Leute da drin sind, so. Wir sind in einem dunklen Let's Play, sie ist böse, sie ist absolut oberböse, wir sind gerade in einer bösen Generation. Das Let's Play ist ein bisschen anders, deswegen wird es ein bisschen schwarze Witwe-mäßig. Und wir könnten die Drachenfrucht besorgen und dann reproduzieren. Und dann kriegen wir mehr Geld, weil in diesem Let's Play geht es uns ja nicht darum, so viel Racks to Riches und Geld sammeln, sondern uns geht es ja auch viel darum, also am Anfang ging es uns darum, als wir das Haus halt neu hatten und so. Aber jetzt mittlerweile sind wir ja auch eine gute Hexe, kriegen Kinder und wollen langsam weiterkommen. Auch, dass wir einen Partner für sie finden. Dadurch würde ich gerne dadurch ein bisschen Geld bekommen, weil sie ja praktisch auch durch ihren Zauber tut. Und noch zu dem Zauber von, dass sie so Lebende wiederholen kann. Die Sache ist die, ich hatte erst die Idee, dass wir Morgan ja Arrow wiederholen. Als Lover praktisch. Aber ich habe auch schon bei euch so gemerkt, dass das eher nicht so was ist. Und naja, ist auch eigentlich eher nicht so die Option, da wir jetzt auch auf den Tod uns am besten konzentrieren wollen. Schreibt mir übrigens gerne in die Kommentare, wie ihr das alles findet und so. Meine Ideen. Und die Sache ist die, ich würde sehr, sehr, sehr gerne die Eltern vielleicht wiederholen. Schreibt mir gerne, wie ihr das findet. Dann würde ich die Eltern mal erstellen und dann holt sie die praktisch wieder und die könnten ihr dann helfen ein bisschen. Das wäre vielleicht ganz cool. Also, dass sie, vielleicht, dass wir die Challenge ein bisschen abändern und nicht sagen, okay, die große Liebe kümmert sich um die Kinder, sondern die Eltern. Das fände ich natürlich auch schön. Weil ich glaube, der Tod ist auch eher so draufgänger Typ und würde jetzt auch nicht so familienfreundlich sein wie sie. Also so
gleich wie sie sein. Und vielleicht die Eltern, die sich dann um sie kümmern. Um die Kinder. Um die Kids. Um die Kinder vor allem. Wir wollen nur ein Kind. Hallo. Oh, gut, wir reisen jetzt mal nach Henford. Weil da kann man nämlich diese Drachenfrucht kaufen. Aber vor allem, wir sind ewig nicht mehr aus Willow weggereist. Also, nee, aus Willow vor allem, aus Moonwood. Das letzte Mal, als wir weggereist sind, war, als wir im Dschungel waren mit Morgan, um diese Macht zu finden. Das war, ja, das ist krass. Das ist eigentlich, dass wir noch nie richtig rausgekommen sind. Wir müssen uns jetzt ja natürlich zusammenreißen, dass wir nicht irgendwelche Zauber machen. Ja, da sind wir. Oh, man sieht es schon voll irgendwie. Oh Gott. Ja, wir handeln vorher mal ein bisschen, ne? Weil wir haben ja jetzt nicht so viel Geld, ne? Da kannst du uns auch ein bisschen gute, wie heißt der? Kim Goldblum. Du kannst uns ein bisschen Rabatt geben. Das finde ich schön. Wir sind sie. Hier werden wir dann auch in Generation 2 spielen. Also das Kind von Blaze wird dann hier wohnen. Ich freue mich schon richtig drauf. So, wir werden auch ein Pferd haben und so. So richtige Farmlife halt. Nee, wir wollen reduzierte Waren. Ich hoffe, die hat das jetzt auch, ne? Ich hoffe es. Ananas. Bitte gib mir Drachenfrucht. Pieksfrucht. Nehmen wir auch mal mit. Hat die das nicht? Nee, sieht nicht so aus. Wir nehmen mal die Pieksfrucht mit. Und ich würde mal gern... Ja, lass uns hier auch nochmal gucken, ob man die vielleicht hier kaufen kann, vielleicht. Dahlia. Nehmen wir auch mal mit. Rose ist auch mal viel wert. Nee, haben wir nicht. Na toll, haben sie nicht. Naja. Naja. Oh. Ein Werwolf. Können wir uns mal hier freundlich vorstellen? Geht das? Geh mal hier rüber. Wir lernen mal ein paar Leute kennen, ne? Ich hoffe, das geht auch, ne? Ich finde es ein bisschen blöd, dass wir keine Drachenfrucht haben. Aber wir können jetzt ja mal damit probieren, einfach. Deck, deck. So richtig genervt, einfach. Was machst du? Nur verbotene Wörter um die Ohren brüllen. War er nicht voll in Love mit her? Die Wildfangs. Ich finde den attraktiv. Aha. Lou. Stimmt, das ist der... Ich habe noch gar nicht so viel mit Werwölfen gespielt. Über Angst reden. Oh ja, das finde ich gut. Dann geht das mal wenigstens weg. Kennenlernen. Wir haben hier praktisch noch das hier. Stimmt, das können wir auch einfach verkaufen. Fischte mal ein paar Frösche noch. Das ist doch eine gute Idee. Und wir müssen noch die ganzen Kristalle sammeln. Wie viel haben wir denn noch? Wie viel fehlen uns denn noch? 8. Also es fehlen uns noch ein paar. Ja, die zähle ich ab. Und dann Kunstliebhaber. Mhm. Okay. Nee, wir gehen mal nach Hause. Wir wollen jetzt ausprobieren, wie das mit dem Reproduktion geht. Ich glaube, sie ist auch nicht so ein sozialer Mensch, der jetzt auch hier länger quatscht. An zum wütend machen. Oh ja. Das können wir uns mal merken. Oh, es ist Winter, Leute. Es ist Winter. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange sie noch hat, ne? Oh, sie hat ja schon bald Geburtstag. Oh. Krass. Okay, dann probieren wir das mal kurz aus. Wir gehen mal rein. Ich lege jetzt einfach mal so eine Rose hier hin. Reproduktion. Oh, das ist ja toll. Produktion. Wow, wow. Das ist ja cool. Ja, das mache ich jetzt aber mal ganz oft. Hä? Als wenn das so geht. Das ist ja wirklich unfassbar toll. Okay. Voll viele Rosen einfach. Okay, ich mache mal das noch mit dieser hier. Und ich lege mal noch so eine Pieksfrucht dahin. Können wir beides mal nochmal ausprobieren. So. Reproduktion. Toll. Gibt es eigentlich irgendwie ein Limit, dass man das nicht mehr machen kann? Oh. Ja. Leute, es gibt ein Limit. Von wo hat sie bitte gezaubert die ganze Zeit? Naja. Wartet mal, ich kann mal schon mal. 138 nur. Naja, gut. Oh, 2 haben wir bekommen. Das finde ich gut. Boah, wir kriegen 2. Wie toll ist das denn? Aber es sieht wohl so aus, als würden wir jetzt die
Ja, die, sagen wir mal, ist das toll. Zweimal Dahlia. Die Teller und sowas alles auch nochmal verkaufen. Ja, so viel übrigens auch nicht. Ich würde gerne mal auf die, okay, 26.000. Boah, Leute. Bam, nämlich so macht man Geld. Würde ich gerne auf die Drachenfrucht warten. Gut, dann haben wir das. Was mit dem Zelt hier? Das brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Ja, ich verkaufe mal jetzt ein bisschen hier was, weil das brauchen wir alles nicht. Ah, die Puppe sollten vielleicht... Na, das war das Gleiche, kann ich ja nicht verkaufen. Schwarze Bohne brauche ich nicht mehr. So, Leute, wir haben 32.000. Das ist wirklich viel. Also da können wir wirklich nicht nur hier oben nochmal ein klein bisschen ein Badezimmer hinmachen und nochmal ein kleines Upgrade geben. Sprich, auch das Bett von morgen mal wegmachen. Sondern uns auch wirklich an unseren Keller setzen und den wirklich mal ein bisschen upgraden. Gut, Leute, dann lass ich mal noch in Ruhe auf Toilette gehen. So, fertig. Dann lassen wir uns doch mal... Machen wir doch mal... Guck mal, oh, wir haben hier noch was im... Dings. Was ist das alles? Okay. 40. Ich verkaufe das einfach alles mal, weil wir brauchen das ja nicht. Ah, unser Geist. True, den haben wir ja auch noch. Ja. Ah, nee, warte mal. Das machen wir doch nochmal ins Inventar. Ja, die Büsche brauchen wir auch nicht mehr. Das brauchen wir auch nicht mehr eigentlich. 100 Simoleons und 5 mal Machete brauchen wir auch nicht. Gut, Leute, das kommt unten in den Keller. Okay. Dann machen wir mal kurz eine kleine Speedbuild-Runde.
So, ihr Lieben, ich glaube, ich bin erstmal fertig. Also, es sieht unfassbar cool aus. Ich zeige euch jetzt erstmal den Keller. Also, das ist so der Eingangsbereich, also so ein bisschen Abstellkeller. Und dann kommt man hier in diesen, ja, Magierkeller. Ich finde ihn so cool. Hier kommt dann noch der Grabstein von Morgan drauf. Und dann geht man hier durch so ein Labyrinth und kommt dann hier raus. Es sieht ein bisschen creepy aus. Es ist so ein richtiger Gruselkeller, wo sie dann versucht, den Tod herbeizurufen. Naja, sie ist halt echt böse, überböse, richtig, richtig, richtig böse. Und deswegen, ja, sieht es auch so aus. Ich finde, die ist so gut geworden. Ich finde es richtig, richtig gut. Und dann habe ich hier oben noch ein wunderbares Bad gezaubert. Mit einer Dusche drin, dass er dann auch noch so mal ein kleines Privatbad hat. Genau. Ich finde es. I love it. Ich finde es richtig gut geworden. Ah, nee, Keres, lass mich in Ruhe. So, wir haben noch den Grabstein hier, ne? Ja, stellen wir einfach mal so drauf, wa? Ja, es passt schon. Schwebt ein bisschen. Na, wartet mal, das mache ich jetzt mal ordentlich, ne? So. Genau, und das hier ist für unsere Zaubertränke, habe ich mir gedacht. Da kommt mal der erste Zaubertrank rein. Können auch die Steine da reinpacken. Oh, wie cool, dass da auch sowas rauskommt. Das könnte für unser Zauberstab sein. Hier ist unser Geist. Ja, ich finde es richtig, richtig cool. Wow, I love it. So, ihr Lieben. Wie geht's dir denn, Blaze, ne? Du hast ein bisschen Hungerchen. Und vielleicht kann sie dann gleich, also wir werden uns erstmal entladen. Wäre ganz toll. Entladen. Kannst du das mal bitte tun? Supi, danke. Und dann gehen wir mal runter in unseren Zauberkeller, den wir hier neu haben. Und werden mal ein bisschen experimentieren. Weil wir müssen ja die Tränke noch ein bisschen weiter erforschen. Und vielleicht finden wir den einen oder anderen Trank noch. Und dann können wir den, ja, damit in unser wunderbares Trankregal stellen. Ich finde das richtig cool. I love it. Ich liebe, liebe, liebe es. Und ich habe endlich mal Licht reingemacht. Auch in die Dinge da. Ah, guck mal, die Katzen sind auch schon hier unten und sind auch schon happy mit dem Keller. Oh, die Wehen von Rose haben eingesetzt. Oh mein Gott. Wir kriegen jetzt Katzenbabys. Wir können die gar nicht alle behalten. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, wir haben ja auch andere. Warte mal. Tiere. Genau, Artemis, Alruna, Arwen. Stimmt. Die haben wir auch abgeben müssen. Ich glaube, ich werde die dann auch leider abgeben müssen, weil wir haben keinen Platz für noch mehr Kotzis. Also, wir haben jetzt mehr Platz, wir haben jetzt einen riesen Keller, aber. Ja. Oh, wir haben einen neuen Zauber gelernt. Bedürfnisbefriedigung? Das ist ja wundervoll. Haben wir den jetzt auch im Inventar? Natürlich haben wir den im Inventar, das finde ich gut. Übelkeit. Wow. Schon zwei Tränke in unserem Regal. Ja, kannst du mal hier. Nee. Mal bitte die Schüsseln füllen. Ich glaube, sie wird jetzt 24/7 hier in diesem Keller bleiben. Es ist halt auch einfach total toll. Oh, wie kurz knuddeln. Kannst du mal bitte hier alle. Nee. Ich habe wieder das falsche geklickt. Alle Tücher sind. Geht's nicht? Kommst du mal bitte hoch? Kommt sie da jetzt nicht mehr hoch oder was? Die ist ja auch da runtergegangen. Hä? Hier bitte hochgehen. Hallo? Ach, wegen der Katze vielleicht, weil die jetzt runterläuft. Jetzt? Warum kann sie denn jetzt nicht mehr hochlaufen? Das macht ja gar keinen Sinn. Sagen Sie mal. Hä, sie ist doch runtergelaufen. Sag mal. Ist das vielleicht das Kleid, was du anhast? Sie wechselt mal dein Outfit. Geht's jetzt? Das verstehe ich ja jetzt schon wieder nicht, ne? Das macht ja jetzt schon wieder gar keinen Sinn. Warum kann sie denn jetzt plötzlich nicht mehr hoch? Das ist ja wirklich. Naja, dann müssen wir sie immer hinporten. Das passt schon. Leute, es geht los, es geht los. Na, dann komm mal runter. Ah, oh mein Gott, die Katzen sind geboren. Oh mein Gott. Kleine. Eine kleine. Wie nennen wir sie? Oh mein Gott, wir können sie wahrscheinlich eh nicht behalten.
Lucky Firula. Firula finde ich süß. Kleine. Fina. Wir sehen eine Fina. Und kleinen. Oh, Leute, ich möchte ihn Morpheus nennen. Morpheus. Super. Bastard. Drei Katzenbabys. Wo sind sie, die kleinen Schlawini-Mäuschen? Oh, guckt mal. Och, süß. Hallo. Na, hallo, ihr Feinis. Na, hallo, du kleiner Feini-Feini. Oh, guck mal, wie er läuft. Ich kann nicht mehr. Oh, süß. Du bist ein kleiner Feini-Feini-Feini-Feini bist du. Nee, du bist ein Feini. Der grüne Augen. Oh mein Gott, guckt, guckt, wie er sich bewegt. Du hast orangene Augen. Oh, Feini, warum bist du denn so laut? Liebe Fina. Süß. Also ich werde sie wahrscheinlich als Babys noch hier behalten. Und dann werden wir dann gucken halt. Nicht bereit dafür. Ja, Girl, du bist wirklich nicht bereit dafür. Und sie so, oh nee, nicht nur mehr Babys. Ich glaube, ich werde auch an dieser Stelle den Part beenden. Wir haben heute zwar nicht so viel geschafft. Wir haben heute ja nur einen Zaubertrank gemacht, die Babys bekommen und den Keller halt komplett umgebaut. Aber wir können im nächsten Part herausfinden, wie viele Babys es werden. Schreibt mir Namen und alles, Meinungen auch zu den Geschichtsideen in die Kommentare. Und wir hören uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss!